Hallo liebe User, hier ist wieder der Holly vom Stellplatzführer.de. Heute möchte ich euch einen Platz vorstellen. Camper Area Paradise Beach. Ist ein relativ neuer Platz. Ich habe gerade mit der Besitzerin gesprochen. Ich darf also ein Video machen, obwohl ich nicht hier stehe. Spricht Deutsch, ist Italienerin, spricht Spanisch, Französisch, habe ich gerade gehört. Hier ist die Rezeption. Und jetzt gehen wir mal über den Platz. Der Platz kostet in den vorderen Reihen 13,50 und die hintere Reihe hat oder kostet 12,50 €. Der Platz hat circa 30 Plätze, ist auch wieder ein bisschen weitläufig. Strom, WLAN, Dusche kostenlos, Ver- und Entsorgung kostenlos, bis wir da hinten ankommen. Also, erste Reihe, Blick aufs Meer, die Nationalstraße führt hier direkt vorbei, abends ist es ruhig, das eine oder andere Auto. Und da der Platz 4 Meter höher liegt, hört man es nicht so. So, ich werde nicht auf diese Mobile halten, weil ich wollte vorhin schon mal, da hat sich dann einer aufgeregt, er möchte sein Mobil nicht gefilmt haben. Also ist relativ neu. Ich glaube, der hat im November letzten Jahres aufgemacht. Jetzt kommen wir gleich zur Ver- und Entsorgung. Hat ganzjährig geöffnet. Plätze 6 x 12 Meter. Nicht alle, aber einige. Hat wirklich für große Plätze. So, hier ist die Ver- und Entsorgung mit Bodeneinlass. Hier ist Chemie-WC zum Nachspülen. Oder hier das Nachspülen. Ne, hier ist Frischwasser. Da vorne ist Kassette. In der Mitte ist kein Trinkwasser. Hier hinten ist zum Geschirr abwaschen. Die junge Dame erzählte mir, dass hier einige Reparaturen an der Toilette und Dusche gemacht werden müssen. Solarpaneele ist kaputt, wird aber gerade repariert. Hola, Senor. Hola. Hier ist Waschbecken. Hier ist Dusche. Hier ist die Toilette, die andere Seite ebenso. Ordentlich und sauber. Wird mehrmals am Tag gereinigt. So. Das war's. Kleiner Überblick nochmal. Wie gesagt, das Sunny-Haus wird gerade überarbeitet, bekommt neue Solarpaneele, habe ich erwähnt, Ver- und Entsorgung kostenlos, habe ich alles, große Mobile stehen auch, habe leider keinen Bodeneinlass für den großen Tanks gesehen. So, wenn euch dieses Video gefallen hat, bitte ich um einen Daumen hoch, wenn nicht, sagt mir, was ich verbessern oder verändern kann. Wie immer zum Schluss habe ich vergessen, mehr 100 Meter, noch keine 100 Meter, eben über die Straße. Einkaufen 600, 800 Meter, Hunde erlaubt. So, das war's. Euer Holly vom Stellplatzführer.de.